Buonasera, Signores e Señoritas. Herzlich willkommen auf dem diesjährigen Single Herbst Road Trip nach Sardinien. Aus der Notwendigkeit heraus, Resturlaub abbauen zu müssen und in Ermangelung an Mitreisenden, habe ich gedacht, leckt mich alle am Arsch. Wir haben Herbst, das Wetter wird ranzig, habe meine 7 Sachen gepackt und bin spontan losgedüst und dachte mir, guckst du dir mal Sardinien an. Jo, so, ich melde mich jetzt erst vom Schiff, weil ich gestern noch auf einer Jam Session war und ein bisschen verkatert heute Morgen ins Auto gestiegen bin und den ganzen Tag gefahren bin. Und jetzt bin ich in Livorno angekommen, habe gerade auf der Fähre eingecheckt und... Es ist Weltuntergang auf dem Schiff. Ich glaube, wir sind alt. Also junger Vater, ich glaube, das wird eine geile Tour hier. Wir haben 9:30 und ich bin von der Fähre runtergefahren und bin jetzt schon im ersten Kaff mal direkt einfach so an den Strand gefahren. Und jetzt guckt euch den Scheiß hier mal an. Alter, ich glaube, das könnte ein geiler Urlaub werden, weil, wie der Willi steht, ist ja jetzt schon mal, tada, schon mal recht schnaffte, wa? Da haben wir hier nämlich direkt das Meer und den Strand, der auch etwas verwildert aussieht. Ich denke aber, dass ich jetzt hier mal noch ein bisschen weiter fahre, weil laut meinem tollen Navi, das ich da so habe mit einer topografischen Karte, ist in der Richtung da hinten nochmal ein Riesengebiet mit ganz viel Feldwegchen und so. Und deshalb fahre ich jetzt mal dahin. Da, da, da.
Bild. Ah, guck mal. Die Sonne geht gerade auf. Ah, das ist einfach geil hier. Auf der Route, die mir mein Garmin-Navi vorschlägt. Mein Straßen-Navi. Guck, so sieht das aus. Und ich musste jetzt gerade schon so ein Tor aufmachen. So ein Gatterzaun, der hier die Strecke versperrt. Ich hoffe auch, das geht alles mit rechten Dingen zu und die machen das nur wegen ihren Viechern. Und ich fahre da jetzt nicht irgendwo in so ein Privatgrundstück rein, das wäre blöd. Aber würden sie mir dann schon sagen. So, jetzt habe ich die Route vom Garmin Straßennavi verlassen, weil da wieder so ein verkacktes Tor war und das sah irgendwie offizieller aus und ich dachte, das wäre eine Hofeinfahrt oder so. Jetzt schleiche ich gerade auf den Nebenwegchen in meinem Turbo-Navi rum, mittlerweile in Untersetzung und Mitteldifferentialsperre. Boah, hier geht's ganz schön rauf. Geiler Scheiß. Das Meer und da komme ich auch gerade her. Bin dann irgendwo da unten durch dieses Tal gerauscht. Ja, ich glaube auf dem Sträßchen war ich voll. Verrückt. Jetzt bin ich auf dieser Straße hier. Und schwitzt ganz schön. Beim nächstbesten Dingsbums muss ich mal anhalten und mal ein Bierchen trinken. Wir haben nämlich ja auch schon halb eins. Nö. Tja, und zack, ist Ende Gelände. Schon scheiß. Naja, war ja eine nette Offroad-Einlage. Jetzt trinken wir hier ein Bierchen. Also, schöne Grüße an Garmin. Ihr macht das echt geil mit der kürzesten Route. Rechts halten, dann links abholen. Also, unsere Hofeinfahrt. Der ist dein Ernst, oder? Da rein. Also echt geil. Kürzeste Route eingegeben und zack, geht schon ein richtig kleines Offroad-Erlebnis. Ja, auch so ein Berghof. Gut, das habe ich auch ein bisschen verkackt. Aber jetzt das hier ist ja auch geil. Boah, Sardinien, du verrückter Hund, ey. Jetzt bin ich hier einmal quer durch die Insel gefahren, um von der Karibik nach Nordirland zu kommen. So ungefähr fühlt sich das an. Guck mal.
angekommen in Nordirland und hatte so einen brutalen Bärenhunger, dass ich jetzt erstmal was kochen musste. Das habe ich jetzt gemacht. Es gab Kartoffelpuffer mit, wie heißt das Zeug, Zucchini, Brie-Käse und Tomaten. Und Zwiebeln. Vegetarisch. So, jetzt geht es da hinten voll ab hier. Zeige ich euch gleich noch. Könnte jede Sekunde hier Armageddon sein, weil da zieht gerade ein unglaubliches Gewitter durch. Naja, solange es hier noch nicht schifft, trinke ich jetzt noch einen Gin Tonic, setze mich hin und schaue mir das Spektakel an. Cheers! Ich glaube, hier wäre es nicer gewesen. Aber vielleicht auch nicht. Mal jetzt mal anschauen. Geiles Schild habe ich gerade gefunden. Also an diesem Strand ist es verboten, ein Hund zu sein, Fußball zu spielen, Basketball zu spielen. Eh geil am Strand. Tennis, Volleyball sowieso nicht. Campen ist ja eh klar. Dann darf man nicht mit Koffern rumlaufen und auch nicht Moped fahren. Und jetzt kommt's. Es ist auch so verboten, sich zu massieren oder Piercings zu machen. Scheiße, jetzt wollte ich mich sogar piercen. Ja, halt Müll und so. Komme ich her. Da wollte ich eigentlich entlang fahren. Guck mal, da ist diese wo denn jetzt? Ah, genau, diese Mine. Da wollte ich irgendwie zockel rum, wo die Italiener waren. Naja, jetzt bin ich hier oben. Aber es ist ganz schön. Stehen überall so Ruinen rum. Da und da und da. Ah, nee. Da. Vogelwild. Mann, das italienische Straßenbauamt hat mich aber ganz schön im Stich gelassen. Da sieht man jetzt wieder nichts auf dem Video. Da dachte ich nehme so einen Shortcut nach Bau. So heißt das Kaff, wo ich hin will. Und
das ging bis jetzt auch ganz gut. Aber jetzt muss ich alles wieder zurückfahren, weil der Weg, der da unten kommt, irgendwie noch beschissener ist. Und naja, jetzt machen wir das. Jetzt nehme ich dann halt doch die Teerstraße. Langweilig. So, schauen wir mal, ob dieses Video diese Verschränkungspassage hier aufnimmt. Repräsentiert. Rückwärtsfahren habe ich keinen Bock. Wo ich ein Büsch rauskomme, ist irgendwie scheiße. Hier steht so jetzt der Willi. Ja, dann muss ich jetzt mal ein paar hundert Meter rückwärts durchs Gebüsch kreuchen. Wird schon irgendwie gehen. Scheiße, ey, bauen die hier in die wunderschönste Landschaft rein, ey. Geht gar nicht. Jo. So, jetzt bin ich hier nochmal kurz ein bisschen rumgetingelt, um zu gucken, ob ich da unten rum irgendwie noch versteckt ans Meer komme. Voll geil sieht das aus, finde ich. Auenland trifft Meer. Das ist mega. Aber ich glaube, da unten eher so Trampelpfade. Alter, es ist um mich geschehen. Ich habe gerade den absoluten Strand meiner Träume gefunden. Mir fehlen die Worte. Einziger Scheiß, die Strecke dahin ist sehr haarig. Und ich weiß noch nicht, ob ich sie schaffe. So, Steinumfahrung. Erste Etappe ist überwunden. Da sieht man wieder überhaupt nichts auf dem Video. Gell? Naja. Hoffentlich komme ich hier auch wieder auf. Aber wenn ich es auch okay, dann bleibe ich einfach erstmal hier. Geht es ein bisschen gemäßigter weiter, um dann nachher nochmal haarig zu werden, aber das glaube ich, wenn das jetzt so easy war, dann dürfte runter kein Thema sein, aber hoch vielleicht. Alternativ geht es hier runter. Ja.
Buongiorno. Ich mache mal ein kleines Strandvorstellungsvideo, weil ich bin immer noch sprachlos. Guckt mal. Tadam tam tam. Strand. Oh, Akku ist auch gleich leer. Willi. Wohnzimmer. Mega, oder? Geileres als so ein Morgenspaziergang im Wohnzimmer. So, ich verlasse mein Traumsträndchen, weil jetzt bin ich hier schon 2 Tage rumgehangen und es ist zwar wunderschön, aber es windet wie die Sau. Drum gucke ich jetzt mal weiter, was Sardinien noch so für mich bereithält. Also, jetzt gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Das war ja easy. So, und jetzt geht es weiter durch die Verschränkungshoppelpiste. Geht doch schon so ein bisschen da, ne? Tschüss, schöner Strand. Einmal bin ich am Knast rausgekommen und dann schon mal an der Zona Militare jetzt schon wieder und hier stehen alle 3 Meter steht hier ein Schild und gleichzeitig steht aber auch ein Schild Spiaggia, also Strand. Die können mich mal. Warte jetzt rein. Schönes Navi sagt mir, es geht hier so weiter und mündet irgendwann auch mal wieder in einem größeren Weg. Was ich ja fabelhaft finde, weil das ist ja richtig schön hier. Jetzt hoffe ich nur, dass der Weg auch wirklich durchgeht und nicht nur auf dem Navi eingezeichnet ist. Und vor allem, dass es nicht ein Panzer oder so den Weg versperrt. Das wäre ja albern. Thank you.
die Finger. Die wäre fix dabei. Ist zwar nur ungeholpere irgendwie, aber es ist total wunderschön. Voll geil. Buongiorno. So, nachdem ich gestern in... Name vergessen. An diesem Strand, den ich schon zu Hause auf Google Dings ausgesucht hatte. Nachdem ich da war, war ja ganz nett, aber irgendwie auch nicht so geil. Dann kam auch wieder das obligatorische Mittagsgewitter und eigentlich hatte ich beschlossen, La Dolce Vita zu machen. Bin dann aber doch nochmal aufgebrochen, weil ich... jedenfalls habe ich da nochmal so ein Strändchen entdeckt. Und das war quasi direkt nebenan. Dachte ich, ach komm, da rutschst du jetzt mal rüber. Und hat sich gelohnt, tada, weil ich habe Traumstrand Nummer 2 entdeckt. Das ist so schön. Und jetzt guck mal. Das ist nämlich das Strändchen. Da. Hier vorne ist der Parkplatz, da stehen die anderen. Und der Willi steht da. Repräsentiert das aktuelle Wetter auf Sardinien ziemlich perfekt. Also hier ist blauer Himmel. Und da Gewitterwolken, da hinten schifft's wie die Sau. Hier nieselt's gerade oder hat gerade genieselt und da kommt die Sonne gleich wieder raus. Um dann wieder abgelöst zu werden von der nächsten kurzen Gewitterwolke und dann wieder blauen Himmel und Sonnenschein. Also baden, frieren, anziehen, tschüss. So, on the way zum letzten Schlafplatz der Tour. Ich habe mein schönes Strändchen wieder verlassen. Hatte sehr, sehr nette Gesellschaft. Gestern kamen noch zwei Ladies an, zwei junge Kerle in 90ern, total lustig hatten wir es. Auch hier mit Lukas und eine Familie, die auch noch gekommen sind aus Kaufbeuren mit 5-monatiger Tochter, total nett. Abends zusammen gegessen und ordentlich mein ganzes Restbier vernichtet und Essener Luft getrunken und uiuiui. Genau. So, jetzt haben sich aber unsere Wege wieder getrennt und ich fahre jetzt hier nochmal ein paar Strändchen anschauen und werde meine letzte Nacht in Sardinien verbringen, weil morgen Abend geht die Fähre. Guck mal, hier sieht es voll nach Indianerland aus. Wie geil. Mal gespannt auf den Strand. Auf Indianerland. Jetzt geht es hier sogar noch durch ein Füßchen. Das ist. Jetzt zum Abschied. Tschüss.
zur Schlussnacht nochmal den Vollkornösen Strand gefunden. Das ist hier das Nonplusultra. Also irgendwie mir hat es wieder die Sprache verschlagen. Guckt euch das an. Das wird meine Aussicht jetzt sein. Spätestens diesen wunderschönen Platz hier verlassen müssen.